toll, jetzt in das Badezimmer. Oh genau, Gott. Und ich in die Wanne gucke, da habe ich so Schweinerei gemacht, da habe ich mich nicht mit Sekt begossen. Ach so. Die wurde noch nicht geputzt. Die sieht etwas dreckig aus. Meine Güte, ach. Oh. Naja, das ist schon ganz schön dreckig. Oh. Schön, schön, schön. Mann, du lässt dir jetzt hier echt gut gehen, ne, Mäuschen? Das ist jo. Echt eine schöne Wohnung. Toll. Ich hatte natürlich auch eine Architektin, die mir geholfen. Ja. Ist ja klar. Naja, so klar ist das nicht. Ne? Da muss man auch das Kleingeld für haben, Mäuschen. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe mich ja oft ausgezogen. Ach, ja, jetzt erzähl doch aber mal. Du, würdest du sagen, du bist zufrieden mit dem, was du hast und verdienst du gut und kannst du gut leben? Ja, ne? Ich verdiene gut. Ich arbeite auch wirklich sehr, sehr viel. Ne? Was heißt denn auch ganz viel? Also ja? Ich verzichte zum Beispiel, ich bin am Wochenende nie da. Das heißt, Geburtstage von Freunden sind seit Jahren tabu. Klar, Familienfeiern war ich auch ewig nicht mehr, weil die alle am Wochenende feiern. Ja. Und da muss ich auflegen. Meine eigenen Geburtstage feiere ich nicht mehr. Ich fahre nicht mehr in Urlaub seit 6 Jahren. Du legst jedes Wochenende auf. Mhm, ja. Jedes Wochenende. Du bist auf dem Ballermann, ne? Oder genau, ich bin auf Mallorca, Lorette Mar, Bulgarien. Überall. Furchtbar. Jetzt im Winter natürlich viel Après-Ski. Nee, die Leute, also ich finde es toll, wenn ich einen Job habe, wo Leute glücklich sind. Ich schaue in lustige Gesichter. Das finde ich geil. Also ich bin ja auch DJ. Ja. Ja, stimmt, ja. Und ich habe auch meine eigene Party und pipapo und mache das ja auch schon seit 10 Jahren jetzt oder so. Ich muss aber echt sagen, manchmal, also ich liebe meinen Beruf, aber manchmal hasse ich ihn auch. Ja. Also gerade wenn man nicht so gut drauf ist und man möchte sich eigentlich zu Hause einmuckeln. Und dann muss man fröhlich sein und das muss man auch können. Ja, ne? Das muss man können, muss man professionell ja. sein. Ja, ne? Und das ist manchmal nicht einfach, finde ich. So. Ja, gerade so die Tatschereien, weiß nicht, ob du die auch hast? Ja. Ist ja, mal ja. jemand da? Ja, ja. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Das nervt, ne? Ne? Legst du richtig auf? Ja, ja, also ich schiebe keinen Stick rein, ne? So wie viele andere. Ich kann schon selber entscheiden, welcher Song als nächstes kommt. Das ist ja schon mal viel wert. Definitiv. Machen ja einige deiner Kolleginnen nicht. Definitiv nicht, habe ich auch schon live erlebt, aber das möchte ich nicht. Weil es wäre eh schon auch rausgekommen. Heutzutage stehen ja die Leute eh drumherum. Ja. Jeder hat Facebook live, jeder kann Fotos, das Videos stimmt, machen. Ja. Also ich meine, wäre das so gewesen, hätten die längst schon hier 45 Minuten laufen runter. Das sieht ja jeder. Ja. Nee, das mache ich nicht. Ist, auch wenn mir natürlich ein paar Fehler passieren, ne? Manchmal verpasse ich Einsätze. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn die so besoffen sind. Ne? Dann schreie ich was ins Mikro oder frage, soll ich mich ausziehen? Und dann... Ist, ja, aber das ist dann mein Mikro auch, das erwarten die Leute dann, ne? Das, mach immer Mikro. Ja, okay. Ja. So, du bist jetzt 33 Jahre alt. Ja. Ich werde ja oft gefragt, na sag mal, Jurassica, was machst denn du mal so mit 50? Und dann denke ich immer so, was für eine Kackfrage auch. Aber man muss sich ja schon Gedanken machen. Mhm. Machst du dir Gedanken oder bist du einfach gerade so, denkst du so, ich... Mach jetzt das, was ich mache und ich verdiene meine Kohle und dann gucken wir mal weiter. Ich mache mir keine Gedanken. Nee. Also irgendwann werde ich eh Mutti werden. Ach, du willst Mama werden? Ja, definitiv. Ja, weiß man ja nicht. Doch, ja? doch. Okay. In 3, 4, 5 Jahren. Und ja, nö, das wird noch lange so gut gehen. Vielleicht ein Buch schreiben. Also wirklich ein eigenes Buch schreiben. Ja, kannst du schreiben? Mhm, kann ich, ja. Aber da brauche ich, das würde ich vielleicht in der Schwangerschaft machen, wenn ja. ich dann eh arbeitslos bin und dann... So, Mäuschen, du hast mal, ganz kurz, aber ich habe neulich nämlich mit meinem Mann drüber überlegt, woher wir dich eigentlich kennen. du warst mal bei Topmodels, oder? Ja, 11 Jahre ist her. Wahnsinn. 11 Jahre elf her? 11 Jahre, Moment ja. mal, dann war das doch die allererste Staffel, muss das gewesen Lena sein. Ach, ja. Mal, da warst du noch ganz klein wahrscheinlich. Ja. Hast du da auch noch kleine Brüste gehabt wahrscheinlich? Kleinere. Ne? Ich war schon operiert damals. Aber haben sie sich trotzdem genommen, ja? Mhm. In der ersten Staffel waren ja auch irgendwelche Zwerge dabei mit 1,69. Da war ja alles noch Da hatten entspannt. Sie noch nicht so, ne? Ja. Genau, das war, kam wieder rein. Wie war Heidi Klum so? Können wir darüber sprechen? Ja, da muss ich wirklich sagen, erste Staffel, also ich kenne sie nur aus der ersten, ich habe sie damals dann nie mehr getroffen. Ja. Mega geil. Ja. Ganz nett, mega locker, sympathisch, war immer da. Also ich kann kein schlechtes Wort über sie verlieren. Dann war ich einfach, ja, ich war schon immer mediengeil. Ich habe wirklich meine Fresse in jede Kamera gehalten, die irgendwo war. Und ich habe überall mitgemacht. Ja. Also ich habe bei Supertalent mitgemacht. Ach bei so. Aschenputtel-Experiment, bei Och Big Gott. Brother. Ja. Sämtliche RTL-TAF-Beiträge. Ich habe wirklich überall mitgemacht. Aber sobald ich gesehen habe, Produktionsfirma ruft an, Michaela, wir haben eine Anfrage für einen Dreh, habe ich gesagt, mache ich. Hm. Bevor sie überhaupt sagen konnten, worum es geht. Ja. Weil ich wollte immer...
immer berühmt werden, ich wollte TV machen, ich habe immer alles getan, dass es klappt. Und wie ist es jetzt, berühmt zu sein? Normal. Also ich empfinde es nicht als Last, weil ich habe mich damit abgefunden, dass, halt, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Ne? Also ich kann ja nicht mehr wie früher so top gestylt mit meinen Freunden irgendwie in der Stadt rumlaufen, weil es halt ein bisschen anstrengend ist, weil die Leute dann auf einen zukommen, Fotos machen, anquatschen und so weiter. Also ich bin immer undercover unterwegs. Ne? Ja. Also wenn ihr jemanden seht in Jogginghose, acht Boots, der komischen Jacke und das bin ich. Es gab ja schon lustige Fotos aus der S-Bahn. Ich fahre ja noch öffentliche Verkehrsmittel. Ja, das finde ich sehr gut. Da gibt es auch immer lustige Facebook-Fotos, sehe ich auch manchmal. Dass Leute dich heimlich fotografieren? Mhm. Ja, ja. Ey, ist Michaela Schäfer und die ist ungeschminkt oder so, ja? Okay, verstehe. Ja, das ist ein Kompliment. Wenn man mich ungeschminkt noch erkennt, dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein, ne? So, und dann, ja, da hast du also jede Scheiße mitgemacht. Jede Scheiße. Ja? Ich ja immer noch. Ja, ja, das stimmt. Und, aber irgendwann, warum? Irgendwann auf einmal warst du dann nackt? Ich war schon immer die ganze Zeit nackt. Ja. Ja, ich bin bei der Miss Germany Wahl rausgeflogen, weil ich nackt war. Ach, da war bei Miss Germany warst du auch. Das war 2004, also noch vor Germany's Next Topmodel sogar. Ah, okay. Hab dann, genau, bei Germany's Next Topmodel kamen ja auch Nacktfotos und es wurde ja auch so thematisiert. Das weiß ich. Also ich war eigentlich immer die Nackte. Dann im Dschungelcamp natürlich, klar. Da hast du diesen einen furchtbaren Bikini angehabt. Ja, den habe ich immer noch hier. Ah, kannst du den mal rausholen? Ja, weil, also wirklich, Michaela, dieser Bikini, da habe ich echt gedacht, sag mal, hat die eigentlich einen Schatten, die Alte? Ja. Wie kann man denn so ein hässliches Teil anziehen? Das ist er. Das ist er? Das ist er. Das ist der Bruchabstring. Ja, klar. Ja, ja, stimmt. Ja, ach ja, stimmt. So ja, stimmt. Und das hatte ich auch an. Das hattest du auch an. Ja, das ist ja auch wirklich nur eine Strippe eigentlich. Ja. Einmal um die Muschi rum. Genau. Ja. Ja, Mäuschen, ne? Also das ist wirklich süß. Das ist auch so ein bisschen deine so hier Striptease-Ecke. Ja, ja, ne? Das sind hier so die ganzen Billigsachen und so. Ja. Ne? So, und dann Dschungelcamp und dann ging es wahrscheinlich ab. Ne? Dann ging es richtig ab. Also ich kann wirklich nur jedem C-Promi empfehlen, ins Dschungelcamp zu gehen, wenn die Anfrage kommt. Ich verdiene ja mein Geld mit Trash. Ne? Ja. Ich möchte weder am Tatort mitspielen, noch die Tagesschau moderieren. Also ich möchte nichts Ernsthaftes machen. Ich muss nicht ernst genommen werden. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte gerne meine Nacktprojekte realisieren und Trash machen. Kennst du die Gina Lisa? Ja, ja. Ja, ja. Und versteht ihr euch? Ja. Also weiß ich gerade nicht, wie der Stand ist. Mal hasst sie mich, mal mag sie mich. Ach, ist das so eine? Ja, ich äußere mich kritisch öffentlich, wenn ich über sie ausgefragt werde. Ne? Weil ich bin da ehrlich, wenn ich gefragt werde, wie ich sie finde, sage ich, nee, nicht gut. Ja. Ja. Und das mag sie natürlich nicht. Aber ich sage, sie ist ein liebes, nettes Mädchen, aber arbeiten kann sie leider überhaupt nicht. Ja? Also das, mega unprofessionell. Das dachte ich mir auch. Oh. Das ist wie die, einmal war ich auf einem Job in Timmendorfer Strand bei so einer Talkshow in so einem Hotel. So. Und da war die Michaela Schaffrath, die ich ganz, ganz zauberhaft fand. Und dann war Georgina Fleur. Ah. Und ich war geschockt von der. Die ist, also auch, ich bin da auch sehr konservativ, muss ich sagen, in der Richtung, wenn jemand nicht mit Messer und Gabel richtig essen kann, ist der bei mir schon unten durch. Ja, und das und kann sie nicht. Die hat das Essen reingeschaufelt bei so einem Dinner abends. Und ich dachte so, Alter, das kann die jetzt direkt nicht bringen. Also wirklich, wie der letzte Proll. Und dann hat die einen Unsinn geredet. Und das war also wirklich ganz schlimm. Und die Frau geht gar nicht. Und da war ihr Manager damals auch da. Das war auch so ein ganz schlimmer Typ. Und das fand ich unmöglich, der hat hinter ihrem Rücken so über sie abgelästert, ihr eigener Manager. Da saß sie mit dem noch in der Bar nach der Show, weil ich da noch einen Sekt getrunken habe. Und dann fing der auf einmal so an, da war die schon irgendwo anders. Und dann sagt er so, naja, die Georgina, die nehme ich jetzt noch aus, solange es geht. Momentan verdiene ich mit der noch ein paar tausend Euro jedes Wochenende. Aber ist doch bald vorbei, die kann ja nichts. Weißt du, so hat er über die gesprochen. So, Mäuschen, das heißt also, wenn du jetzt hier mal so einen Tag für dich hast, aber einen Tag für dich hast du schon mal, oder? Sag mal, es kann doch nicht sein, dass du nur arbeitest. Ja, das heißt, arbeiten, das steckt ja auch, wie du sagst, es ist ja auch oft Material sichten, vorbereiten, planen. Das muss ich ja auch alles machen. Und das ist Arbeit auch. Das ist Arbeit und Sport. Das verstehen viele. Ja, ist ja für mich dann auch, aber ich muss ja meinen Körper erhalten. Da müssen wir drüber sprechen als allererstes.
Ich mache ja gar keinen Sport. Gar nicht? Ist auch nicht gut, ich weiß. Aber ihr Männer bekommt ja auch keine Zellulite. Ja, aber meins kriegt man die mit Sport weg. Entweder du hast welche oder hast keine, oder? Ja, also Ernährung, ne, ist ganz wichtig. Ja. Was machst denn du so für Sport und wie viel? So. Ich mache EMS-Training, ja, das mit Strom. Mit dem Strom. Das ist dieser Anzug, den man anhat. Und dann mache ich noch Personal-Training im Fitnessstudio. Aber du musst deinen Körper erhalten, ne, das ist echt... Ja, das verfällt's, ne. Und dann echt zu anstrengend, ne. Ich habe immer regelmäßig Schönheits-OPs und dann falle ich ja immer aus mit Sport. Nein, du hast Schönheits-OPs? Mm. Das wusste ich nicht. Ja, nee, also hast jedes du da nicht jedes Jahr eine? Ja, ein bis zwei, aber jetzt ist vorbei. Das sagt ihr doch alle, ihr operierten Leute. Ich finde nichts mehr. Nee, wirklich, es ist ja alles in meinem Körper operiert. Also wirklich alles. Und das letzte, jetzt habe ich mir den Bauch machen lassen Was und nochmal den Po ein bisschen. Den habe ich... also absaugen den hab ich, oder was? Also meine ein bisschen. Güte, du bist aber auch was schlank. Ja, so, also du bist, was bist du denn? Du bist ein C-Promi? Ich bin C-Promi, aber die A-Liga in den C-Promi. Ach so, ach, da gibt es jetzt auch schon... Da gibt es dann auch Unterschiede. Aber was ist denn dann ein B-Promi? Das weiß ich auch nicht. Also ich finde, ja, ABC-Promi, dann gibt es noch XYZ-Promi, keine Ahnung, was das immer soll. Naja gut, okay, also du bist ein C-Promi. Ich bin ein C-Promi, aber ein sehr guter. Ein sehr guter C-Promi. Sehr guter C-Promi. Gut, Mäuschen, dann wünsche ich mir von dir jetzt noch einen Abschlusssatz in drei Sätzen. Michaela Schäfer, das bin ich und deshalb solltet ihr unbedingt mich das nächste Mal irgendwo sehen. Oh Gott, ich liebe sowas. Oh. Oh, na gut, muss jetzt auch nicht sein. Ja, einfach wählt nicht die AfD. So. Tschüss, mein Schatz. War schön mit dir? Ja, ich hoffe, ich finde wieder raus. Ach, jetzt gehe ich wieder in den Enterprise-Fahrstuhl. Ja. Auf den freue ich mich schon. Der ist so toll. Also. Mäuschen, schöne Weihnachten, ja? Tschüss. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ah, es war sehr schön mit der Michaela. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Tumblr, YouTube, Facebook und Snapchat und Google Plus vielleicht auch, auch wenn da keine Sommer hingeht, wie ihr wisst. Und wir sehen uns bald. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ja, bleibt mir treu. Bye. Sharing is caring.